Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zum Thema PayPal einrichten unter Cambio. Wir gehen einmal in den Admin-Bereich rein. Das ist eine Shop-Version 3.12. Neuere Shops werden sicherlich nicht großartig abweichen. Da gehen wir auf Konfiguration. Soll es schon Zahlungsarten geben, dann unter Module Zahlungsweisen. Ganz wichtig, dieses PayPal hier gehört mit zum Cambio Payment Hub. Wir gehen auf Sonstiges und dort auf PayPal 3. Installieren das einmal und gehen dann auf Konfiguration. So, hier rein müssten dann quasi die Client-ID und die das Secret. Den holen wir uns direkt von PayPal unter dieser Adresse, die ich dann auch nochmal verlinke, und loggen uns dann dort mit unseren ganz normalen PayPal-Daten ein. So, in älteren Versionen musste man dann hier noch über den Account neu anlegen, eine neue App. Das kann man jetzt direkt in der Oberfläche hier machen. Gehen auf Create App und geben dann der Schnittstelle einen Namen oder der App einen Namen. Die Adresse, die hier drin steht, ist nicht relevant, kann also übergangen werden. Gehen auf Create App und im nächsten Schritt sehen wir dann schon unsere Sandbox-Daten, die sind quasi zum Testen. Wir müssen ganz wichtig auf Live drücken. Kopieren den Client-ID, fügen die im Shop ein, einmal auf Show, damit wir dann den Secret kriegen, eingefügt, Schnittstelle speichern. So, es dauert ein paar Sekunden, eigentlich nicht, aber im Internet. Nun sehen wir schon ein paar Fehlermeldungen über die Experteneinstellungen und Darstellungsprofile. Können wir das dann bereinigen? Und zwar einmal Cambio.de wäre die deutsche Sprache. Und das gleiche führen wir dann noch mit der englischen Sprache aus. Und damit wäre das eigentlich schon abgehakt. Wenn jetzt PayPal Plus schon aktiviert ist von PayPal, das muss extra beantragt werden, dann können wir hier noch den Schalter einschalten, damit PayPal Plus noch im Warenkorb integriert wird. Jetzt schauen wir uns das noch einmal an im Shop. Da haben wir den Warenkorb. So. Nun sehen wir hier unser PayPal. Wenn jetzt quasi PayPal Plus nicht aktiviert wäre von PayPal, würde dann hier ein Ausrufezeichen stehen mit rotem Hintergrund. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und zwar haben wir hier den Button direkt zu PayPal. Den gleichen haben wir ja auch nochmal im Warenkorb. Im Artikel. Und den wiederum können wir in den Experteneinstellungen noch bearbeiten, also bearbeiten nicht. Den Stil können wir auswählen und ob er überhaupt angezeigt werden soll. Dann können wir noch die Integration im Warenkorb. Wenn man jetzt noch Rechnungen und Vorkasse und so weiter, könnte man jetzt das noch einschalten. Und dann wäre es eben im Warenkorb mit integriert mit den Zahlungsarten. Dann würde das sozusagen hier mit drunter stehen. Andernfalls steht es dann in der anderen Darstellung unten drunter. Ja,
Damit haben wir das schon eingerichtet. Mehr ist es eigentlich nicht, relativ simpel geworden. Wenn das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Auch über Abonnenten freue ich mich, denn es wird auch bald wieder neue Videos geben, nachdem es jetzt eine lange Pause gab. Und um keinen zu verpassen, dann auch noch die Glocke betätigen. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald.